Hallo zusammen, willkommen zurück bei Subsistence. Wir gehen heute mal der täglichen Arbeit nach. Wir knüpfen direkt am letzten Video an. Es ist lediglich die Nacht vorbei und wir waren jetzt ja dabei. Wir hatten das Gewächshaus fertig gebaut, lediglich die Tür fehlt jetzt noch. Aber ansonsten ist es soweit fertig. Der Kasten steht, haben wir wunderbar hier aus Glas hergezaubert. Jetzt heißt es natürlich noch die Beete rübersetzen. Aber das ist gar nicht so leicht. Wir haben ja hier den BKE-Erweiterer. Der reicht jedoch noch nicht bis ins Gewächshaus hinein. Also wir müssen da noch einen Erweiterer bauen. Und der kostet natürlich wieder Ressourcen und Masse. Ressourcen ist akzeptabel. Hier haben wir jetzt auch nochmal die Raffinerie. Da die jetzt die Erdbohrer draußen geleert, hier reingepackt. Da gibt es nochmal ungefähr so 30, 32... Metall. Und wenn wir jetzt hier nachsehen, wir haben hier zu 39 Masse und wir bräuchten den BKE Erweiterer. Verbraucht 80 Masse, 450 Strom. Zusätzlich brauchen wir noch eine Platine. Die Platine benötigt Bauteile, Kupfer, Perlen. Das alles drei hätten wir, aber um wieder Masse. Darum dachte ich mir, komm, wir gehen heute zu Beginn eine kurze Lootrunde, wie gehabt, wie immer. Und dann werden wir uns hier weiter um das Gewächshaus kümmern. Bevor es losgeht, ihr seht Eiweiß, Obst, Gemüse, hart an der Grenze. Da werden wir uns hier unser Brathähnchen auf Gemüse heute gönnen. Und dann geht es hier ordentlich auf mit den Werten. Bin gerade am Überlegen, ob wir uns vielleicht sogar noch eins brutzeln. Eventuell nachher. Wir werden uns erstmal auf den Weg machen. Ihr kennt mich ja, ich vergesse das wieder im Ofen, beziehungsweise ich vergesse es in den Kühlschrank zu legen und dann wäre es verdorben. Ja, so bin ich leider, aber so ist es. Kurzer Abstecher bei unseren Kleintierfallen. Oh. Den hatte ich nicht gesehen. Da habe ich aber jetzt gesehen, der Kleintierfalle, da fehlt... Da fehlt Köder. Auch nicht beködert. Okay, da würde ich jetzt einfach nochmal schnell was holen, dass wir die wieder beködert haben. Heilkräuter haben wir ja massig. Da können wir ruhig was hier für die Beköderung opfern. Ja, 150 Stück. Machen wir mal. Machen wir mal so. 17 Stück. In dem einen packen wir 8 rein, in den einen packen wir 9 rein. Dann sollten wir ja in jedem 10 drin haben und das reicht dann wieder für, ich glaube, 2 Tiere. Ah, da kommt mir jetzt ein bisschen sehr nahe hier. Meister Pets. Oh, kommt schon. Er kommt schon. Wir hätten jetzt 2, 4, 5. Wir hätten den Bogen mit. Und Pfeile. Ach komm, wir holen uns den. Das ist zwar jetzt ganz schön rumgemähre mit dem Bogen, weil wir da ein paar Mal wegrennen müssen. Oh, wo rennt er lang? Lauf, lauf, lauf. So, zweimal getroffen haben wir ihn. Da ist er aber böse. Jetzt hat er abgelassen. Wir laufen aber trotzdem noch ein Stückchen weiter. Es reicht nicht, es reicht nicht. Ein Pfeil, glaube ich, braucht er noch. Ist er schon weg? Ich höre ihn gar nicht mehr. Tatsache. Diesmal hat er schnell abgelassen. Ihn. Den Rabauken. Ja,
Ja, dreimal Fett, zweimal Leber. Das nehmen wir gerne mit. Da gibt es ja wieder Speck mit, ich glaube, Bratrösti waren sie mal. Ah, ich denke, komm. Jetzt gehen wir rein, jetzt brutzeln wir gleich hier die Leber weg. Wo haben wir es denn hier? Leber und Zwiebeln. Wir brauchen zwei Zwiebeln. Wartet mal, dann nehmen wir gleich vier. Herstellen, herstellen. Stellen wir das zweimal her. Kann in den Kühlschrank, da verrottet das nicht. Frisst kein Brot sozusagen. Ja, falsch rum. Wollen es natürlich hier in die Kiste reinpacken. Hier hatte ich jetzt hier die verkokelten Stückchen Fleisch rein, einfach dass die spoilen, dass wir uns da wieder Wärmepacks für den Winter bauen können. Und jetzt gehen wir erstmal raus, die Kleintierfallen bestücken. Und Schrott. Wir sind ja an so einem Stückchen Schrott vorbeigerannt. Hier liegt es noch. Das nehmen wir auch sofort mit. Zehn Stück. Falle ist beködert. Haken ist da. Und hier auch 10 Stück Falle beködert. Jetzt gucken wir nochmal hier die Reuse. Wie es da aussieht, auf jeden Fall was drin. Und schöner Krebs und ein kleines Fischchen. Wir haben dreimal gespoiltes Essen drin. Okay, also ist auch beködert. Und auch so ein Krebs ist ja nahrhaft, muss man schon sagen. Bringt auch noch Bonusse. Nicht zu verachten. Wir auch gleich grillen. Kommt das Fischchen, hauen wir auch mit auf den Ofen. Hier, das würde ich direkt zum Anlegen nehmen. Einmal ist fertig. Speck und Zwiebeln, wollte ich sagen, aber Leber und Zwiebeln. Ab den Kühlschrank damit. Hier haben wir noch drei rohe Flusskrebs, haben wir sogar drin. Ja, 190 Asche hatten wir auch noch drin. Müssen wir auch rausnehmen. Ich glaube, bei 250 ist hier Ende im Gelände, dann ja, gibt es keine weitere Asche. Dann ist das Deck voll. So, die packen wir rein. Dann können wir auch nochmal gucken. So ein Flusskrebs gar bringt 21 Eiweiß. Plus 2 Obst, Gemüse, aber hier Höchstgesundheit und Höchstausdauer 0,05 und 0,07. So, die Leber, die brutzelt noch. Wir gucken mal, was unsere Masse sagt. 69. Das ist Zeit, eine Platine herzustellen. Da brauchen wir Perlen. 2 Stück. Wir brauchen 4 Kupfer und 6 elektronische Bauteile. Die hat. Sehe ich da gerade, dass meine Tomate spoilt? Ist das neu? Es gab jetzt in den letzten Tagen ein Update, aber ich konnte leider nicht sehen, was das Update gebracht hat. Aber dass jetzt meine Tomate da gespoilt war, entweder war es jetzt Einbildung oder es war neu. Ich meine, guckt mal hier. Okay, wartet mal. Das macht mir jetzt etwas Sorgen. Müssen wir das in den Kühlschrank packen? Nehmen jetzt mal alles raus, was spoilt. Jetzt haben wir nämlich ein Problem, würde ich sagen. Denn, oh ja, das geht richtig schnell runter. Das kann doch nicht so gewollt sein. Das verdirbt alles. Guckt mal, wie schnell die Balken runtergehen. Das geht ja gar nicht. Was machen wir denn da? Da würde ich erstmal Platz im Kühlschrank schaffen, indem wir hier auslagern.
und fleißig alles weggrillen heute. So, auf, wir testen das. Wie testen wir denn das am besten? Wir tun mal die vollen Stacks rein. Auf jeden Fall das, was Wichtiges kommt da rein. Wie zum Beispiel hier 100 Eier, 40 Tomaten. Das ist ein Stack. Die Mohrrüben. Und was werden jetzt noch wichtig? Zwiebeln, Kartoffeln. Ja, war nicht so einfach. Zwiebeln, Kartoffeln brauchen wir halt für die guten Gerichte. Was können wir denn machen, um hier drin Platz zu schaffen? So, wir versuchen das mal zu beobachten. Hier kann man ja wirklich eigentlich gefühlt sehen, wie das runtergeht. Da gab es wieder eine kleine Bewegung im Balken. Tja, die Fische. Wartet mal, komm, die nehmen wir jetzt mal raus. Ich packe erstmal das rein, was gerade aktuell hier verdirbt. Auf die Tomaten. Den Tomaten, ach nee, schnell zurück. Wir haben noch hier den Fisch filetieren, die Filets drauf, den Hecht filetieren. Dann haben wir hier wieder einen Stack gespart, wenn wir die ganzen Filets übereinander stapeln. Und hier unseren Hühnern, den geben wir ein paar Tomaten. Oh ja, auch hier das Seegras. Wow, was ist denn heute los? Ob das so gewollt ist? Das heißt, wir brauchen mehr Beete und wir können nur das abnehmen, was wir wirklich aktuell verwenden. Ja, hier. Es ist verrückt. Alles vergammelt uns. Wir brauchen mehr Platz im Kühlschrank. Also sowas wie kleine Fische und... Ja gut, das Kaninchen ist jetzt auch noch gut. Ich wollte gerade sagen, das würde ich jetzt gar nicht mehr in den Kühlschrank reintun. Was können wir noch wegbraten? Hier, das Hähnchen. Und auf jeden Fall das Seegras muss rein. Ja, das hat mich jetzt eiskalt hier erwischt. Damit habe ich nicht gerechnet, dass jetzt hier alles spoilt, wenn ich hier reinkomme ins Spiel. Ja, was kostet denn? Wartet mal, müssen wir Projekt zweiter Kühlschrank angehen. Kostet 200 Masse. Das schaffen wir heute nicht mehr. Da müssen wir heute irgendwie noch Platz im Kühlschrank machen. Eventuell noch was wegbrutzeln. Wir haben 5 Leber. Wenn wir die alle wegmachen, bringt es nicht, da die jetzt nichts decken. Pass auf, egal. Die ganzen kleinen Fische, ich pack's hier rein. Das gibt alles gespoiltes Fleisch. Soll mir erstmal recht sein. Ist auf jeden Fall... besser, als wenn wir hier die ganzen Ressourcen verschwinden. Aus der Leber machen wir noch ein Antidot. Mal gucken, was wir da brauchen. Da brauchen wir noch Tonikum. 1, 2, 3. Da haben wir die Leber verbraucht. Ja,
Ja, also bitte guckt, wenn ihr euer Spiel gerade startet, guckt mal in euren Kühlschrank, guckt mal nach eurem Seegras. Nicht, dass es euch ähnlich geht wie mir. Ihr bleibt hier im Spiel länger on und guckt mal in die Kiste und dann stellt ihr fest, aha, da tut sich ja was. Ja, irgendwie müssen wir hier noch Platz machen. Was könnten wir denn? Die Zwiebeln könnten wir verbrauchen. Müssen wir fünfmal Leber und Zwiebeln braten. Fünfmal Leber und Zwiebeln. Ich guck mal eben nach den Gerichten. Verbraucht ja auch alles Strom. Für Kartoffelrösti brauchen wir auch Zwiebeln. Hier brauchen wir Eier und einen Steak. Hier brauchen wir Honig. Also die Steaks könnten wir auch wegbekommen. So, jetzt habe ich aber leider noch nicht mitbekommen, ob das hier im Kühlschrank auch runtergeht, ob das generell alles verdirbt oder ob es im Kühlschrank wirklich jetzt drin bleibt. Wir prüfen das mal an diesem Eierstapel. Das sind 100 Stück. 40 Tomaten. Das sollte eigentlich so bleiben. Na, ich würde sehr gerne noch hier das Seegras. Das ist echt mühsam gesammelt. Mühsam gesammelt. Das würde ich gerne noch hier reinbekommen. Bin gerade am Überlegen. Die guten Erdbeeren war auch harte Arbeit. Es ist schwer. Pass mal auf hier. Fischsteak. Das nehmen wir mal eben raus. Packen wir mal das Seegras rein. Tut einem in der Seele weh, das gute Essen. Aber ohne zweiten Kühlschrank haben wir ja keine Chance. Etwas dauerhaft zu erhalten. Ah, ich kann gar nicht hingucken. Wir müssen ja alles einpacken. Wir können auch versuchen, den zweiten Kühlschrank jetzt zu bauen. Ja, ich würde sagen, das bleibt hier drin stabil. So, der Generator läuft. Wir tanken auf. Und für einen zweiten Kühlschrank 1200 könnten wir schaffen. Wir brauchen jetzt 200 Masse. Die 100 haben wir gleich erreicht, die Schmerzgrenze. 100 Masse müssen wir noch erzeugen. Und zwar, indem wir mal hier das alles reinwerfen. Dafür habe ich es gesammelt, um das jetzt mal endlich zu verwerten. So, ich warte mal eben noch. Na gut, eine Masse. Guck mal hier. Jeweils sechs Masse. Auch das angekokelte Fleisch. So, sind wir bei 165. Sticks müsste reichen, oder? Nee, bei weitem nicht. Zwanzig brauchen wir noch. Reicht immer noch nicht. Oh, draußen die Hühnerfangproduktion. Die fallen, die laufen. 1,8. Hat sich gar nichts getan, ist doch Beschiss.
packt man das Sticks rein und nichts passiert an der Anzeige. Jetzt. So, jetzt schnell einen Kühlschrank bauen. Wir benötigen 10 Bretter, 15 elektrische Bauteile. 10 Bretter, 15 Bauteile. Und 12 mal Schrott oder 13. Ja, wisst ihr, wo ich mich vielleicht ärgere, aber nützt ja nichts. Vielleicht ist es ja gar nicht so gewollt, man weiß es nicht, dass es dann wieder gepatcht wird. Aber wenn es so gewollt ist, dann haben wir natürlich alles gesichert, was wir sichern konnten. Unser Bett. Unser Bett. Dann können wir das nicht heraus in Schuppen schaffen. Ich muss mal eben zwischenlagern. Hier ist doch genug Platz. So, anmachen nicht vergessen. Es verbraucht dann natürlich 20 Strom. Ja, hier verbraucht 11 Strom. Und wir haben den jetzt zweimal aufgewertet. So, für die Aufwertung benötigen wir wiederum Masse. Kommt die Tomaten noch mit rein. Jetzt gucken wir hier nochmal. Ja, bleibt bei 140 stehen. Das haben wir jetzt hinbekommen. Okay, los, dann. Atmen wir erstmal durch. War ein kleiner Schreckmoment. Ja, es gibt immer was zu tun. Da werde ich noch mal etwas umräumen hier drin, dass das ein bisschen schöner aussieht. Warte, das können wir auch gleich machen. Da wir jetzt richtig Platz in unserer Kühlschränke haben, würde ich auch mal direkt hier die Beete ernten. Ich wollte sie eigentlich so lassen, aber jetzt müssen wir ja erstmal wieder Masse sammeln und ein Upgrade durchführen. Oh, eine Kiste gespawnt. So, 16 Stück. Wir checken mal, Wasser ist voll, Dünger ist etwas drin in alle Beete. Wenn die halt komplett ausgewachsen sind, die Pflanzen, brauchen die kein Wasser und kein Dünger mehr. Das bleibt dann halt im Beet vorhanden. So, wir packen das aber mal schnell hier rein, bevor es verdirbt.
Warum hatten das jetzt hier so einen geringen Balken? Ne? Das haben wir doch nicht so reingepackt hier. Wenn wir das jetzt hier teilen, eins ab, hat es immer den schlechten Wert. Nee, alles im Butter hier. Jetzt schauen wir mal, was wir sehen. Wir hatten hier noch Baumwollsamen, Tomatensamen. Den nehmen wir raus. Und dann gucken wir mal, dass wir hier mal anderes anbauen, wie zum Beispiel Zwiebeln. Die gehen irgendwann aus, also... Wartet mal, wir nehmen es mal rüber. So, Samen ziehen. Ja, machen wir doch 5 Samen. Dann machen wir auch mal Kartoffeln 5. Dann hätten wir Mohrrüben, Eier. Ja, eigentlich sind Kartoffeln wichtig. Wir machen jetzt mal richtig viel Kartoffeln. 8 passen in so ein Beet. Das sind 16, wa? Wenn wir 2 Beete vollhauen. So, Samen ziehen, hier steht's. Nur ganz schön viele Kartoffeln geopfert, aber so ist es halt. Halt, machen wir hier die Kartoffeln hin. Dann können die wachsen. Die Baumwolle hat Vorrang und die Zwiebeln. Ja, und ich hatte eigentlich gedacht, wir bekommen heute unser Gewächshaus hin, vielleicht sogar noch die Tür fertiggestellt und da ordentlich Licht reingebaut und schon haben wir wieder komplett neue Projekte, Kühlschrank gebaut. Jetzt müssen wir noch Upgrades durchführen, ich muss noch mal ganz kurz gucken. Wir brauchen Eisenbahn, Seil, elektrische Bauteile, Metallschrott haben wir, lediglich hier jedes Mal Masse, das müssen wir aussitzen, bis wir das geschafft haben. Naja, aber wir schaffen das. Ja gut, würde ich speichern. Wir werfen noch mal ganz kurz einen Blick in den Kühlschrank. Ich meine, hier tut sich wirklich nichts. Das bleibt jetzt so stehen, wie wir es reingepackt haben. Ja, alles richtig gemacht. Jetzt bloß aufpassen, dass die Kühlschränke nicht ausgehen. Und wie gesagt, guckt ruhig mal bei euch hin. Achtet darauf, dass ihr auch nichts in Kisten mehr liegen habt. Gerade Seegras war jetzt auch verdorben. Musste man ja vorher nicht irgendwie kühl lagern. Und dann soll es gewesen sein. Hat mich gefreut. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Wenn ja, lasst ein Däumchen da, lasst ein Abo da. Würde ich mich drüber freuen. Und macht's gut. Bis später.